Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem gescheiterten Arbeitskampf in Ostdeutschland ist in der IG Metall die Diskussion um die künftige Führungsspitze voll entbrannt. Der Gewerkschaftsvorstand zeigt sich weiter gespalten über die Zukunft des designierten Vorsitzenden Peters. VW-Betriebsratschef Volkert lehnte es ab, Einzelne für die Niederlage im Streik um die 35-Stunden-Woche zur Verantwortung zu ziehen und sieht den gesamten Vorstand in der Pflicht. Peters bekräftigte heute seinen Führungsanspruch und wies die Rücktrittsforderungen erneut zurück. Er steht vor einem Scherbenhaufen. IG Metall-Vizechef Jürgen Peters. Für die größte Niederlage seiner Gewerkschaft seit 50 Jahren soll er persönlich Verantwortung übernehmen. In einem Zeitungsinterview fordert jetzt sogar Gewerkschaftsboss Zwickel Konsequenzen, den Rücktritt seines designierten Nachfolgers. Das ist ja eine ganz bemerkenswerte Sache, dass der Vorsitzende über die Zeitungen mit mir kommuniziert. Ich kann nur sagen, jeder weiß, dass ich nicht der Kandidat des Kollegen Zwickel war, dass er immer versucht hat, mich zu verhindern. Auch andere üben Druck auf Peters aus. Weitere Mitglieder des Vorstands begehren auf, so etwa Daimler-Chrysler-Betriebsrat Lense. Ich habe dafür überhaupt kein Verständnis, weshalb man die eigene Person vor das Wohl der Organisation stellen kann. Ich bin zutiefst der Ansicht, dass er diesen Weg freimachen muss für einen Neuanfang in der IG Metall. Peters selbst aber will von Rücktritt nichts wissen, will den Gewerkschaftstag im Oktober entscheiden lassen, kritisiert im Gegenzug das Verhalten seines Chefs. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, wenn irgendetwas ist, wenn der Druck stark ist, wenn wir Fehler gemacht haben, dann steht man zusammen, diskutiert darüber und versucht solidarisch eine Lösung zu finden. Das scheint hier nicht gewollt. Von gewerkschaftlicher Solidarität ist keine Rede mehr. Zu zerstritten die Führungsriege, zu offen der Machtkampf. Am Dienstag trifft sich der IG Metall-Vorstand in Frankfurt am Main. Die geplante inhaltliche Aufarbeitung des Streikdebakels dürfte Nebensache sein. Es geht um Führungspositionen. Mit Zuversicht sind Bundesregierung und Opposition heute in die Verhandlungen über die Gesundheitsreform gegangen. Ministerin Schmidt und Unionsverhandlungsführer Seehofer bekräftigten ihren Willen, die Gespräche zum Erfolg zu führen. Zusammen mit den Grünen und der FDP wollen sie bis Ende kommender Woche Eckpunkte für eine gemeinsam getragene Gesundheitsreform erarbeiten. Schon früh am Morgen war der Verhandlungsführer der Union, Horst Seehofer, beschäftigt, Dementis zu verbreiten. Nein, die Zeitungsmeldung sei falsch. Nein, Regierung und Opposition hätten sich nicht geeinigt, dass die Versicherten künftig sowohl das Krankengeld als auch den Zahnersatz selber zahlen sollten. Also da kann ich eindeutig sagen, dass es natürlich überhaupt keine Einigung gibt. Mir ist sowas nicht bekannt. Und wir haben im Moment überhaupt noch nicht gesprochen, wo wer nachgeben kann. Das Gerücht hielt sich am Rande der Beratungen allen Dementis zum Trotz. Nach dem Vorschlag bliebe der Zahnersatz in der gesetzlichen Krankenversicherung. Doch der Patient würde künftig 4,50 Euro im Monat selbst zahlen, wie es die Union vorgeschlagen hatte. Die SPD will eigentlich das Krankengeld vom Patienten zahlen lassen. Beide Vorschläge kombiniert könnten ein Kompromiss sein. Ich selber habe große Hoffnungen, dass wir, wenn wir es ernsthaft wollen, zu gemeinsamen Lösungen kommen wollen, zumal die Bürgerinnen und Bürger auch erwarten, dass sie irgendwann wirklich Klarheit haben, wie das Gesundheitswesen auch organisiert ist, womit sie rechnen müssen. Die Patienten müssten mit neuen Belastungen rechnen, zugunsten der Arbeitgeber, die entlastet würden. Das Einsparziel der Gesundheitsreform von 20 Milliarden Euro sei nur so zu erreichen, glaubt die AOK. Es wird dann schon ein solches oder ähnliches Paket sein müssen, wenn man diese Hausnummer erreichen will. Und ich habe den Eindruck, man will es nicht nur erreichen, sondern man wird es auch erreichen. Beide Seiten wollen nun eine Woche lang täglich beraten, ob und wie eine gemeinsame Gesundheitsreform möglich wäre. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Sonnleitner, hat die vergangene Woche beschlossene EU-Agrarreform hart kritisiert. Viele Betriebe würden in den Ruin getrieben, sagte er beim Deutschen Bauerntag in Freiburg. Die geplanten Sparmaßnahmen der Bundesregierung würden die Bauern darüber hinaus über Gebühr belasten. Bundeslandwirtschaftsministerin Künast verteidigte die geplanten Subventionskürzungen. Sie warnte die Bauern vor einer Blockadehaltung. Die Bauern machten ihrem Ärger über die Agrarreform der Europäischen Union Luft. Den Landwirten drohe ein Einkommensverlust von etwa 30%, so der Bauernverband.
Aber auch mit der Arbeit der Bundesregierung sind die Landwirte nicht zufrieden. Sie klagen über zu wenig Unterstützung und über zu viele Lasten. Mit Protestrufen empfingen die 3500 Bauern Renate Künast in Freiburg. Die Politik schlägt Kapriolen und gefährdet unsere Betriebe. Die Agrarreform in der letzten Woche ist ein schwerer Hagelschlag. Die Sparvorschläge im Bundeshaushalt vergleiche ich mit einer Dürre. Sie graben uns national das Wasser ab. 1 Milliarde Euro fehle allein den deutschen Milchbauern, so Sonnleitner weiter. Viele Landwirte befürchten durch Agrarreform und Sparkonzepte nicht nur finanzielle Nachteile, sondern auch pure Existenzsorgen. Der Deutsche Bauernverband erklärte zwar in Freiburg, notwendigen Reformen nicht im Weg stehen zu wollen, aber schröpfen lassen wollen sich die Landwirte auch nicht. Auch die Landwirtschaft muss ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten. Und deshalb geht es auch an dieser Stelle, in diesem Haushalt, daran, staatliche Zuschüsse zu reduzieren. Das betrifft die Bereiche, die Herr Sonnleitner angesprochen hat, den Bereich der Krankenversicherung und den Agrardiesel. Landwirte und Bundesregierung beharren auf ihren jeweiligen Standpunkten und liegen damit noch weit auseinander. Renate Künast bot dem Bauernverband aber Gesprächsbereitschaft an und forderte die Landwirte gleichzeitig auf, sich aktiv am Reformprozess zu beteiligen. Beamte müssen sich wahrscheinlich spätestens im nächsten Jahr auf Kürzungen beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld einstellen. Der Bundestag verabschiedete heute ein Gesetz, das Bund und Ländern durch Öffnungsklauseln die Möglichkeiten zu Kürzungen einräumt. Gleichzeitig stimmte der Bundestag einer Erhöhung der Bezüge zu. Sie sollen in diesem und im kommenden Jahr um insgesamt 4,4% angehoben werden. Die FDP lehnte das Gesetz ab. Die Union enthielt sich. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Trotz der Proteste der Belegschaft wird das Bahnwerk in Leverkusen-Opladen wie geplant zum Jahresende geschlossen. Das wurde heute bei einem Spitzentreffen zwischen Vertretern von Politik, Bahn und Gewerkschaft in Berlin entschieden. Es gebe keine Alternative zur Schließung, hieß es. Wut und Trauer unter den rund 400 Beschäftigten in Opladen. Sie hatten wochenlang für die Rettung des Bahnwerkes gekämpft. Nach dem endgültigen Aus brachen rund 20 Mitarbeiter ihren Hungerstreik ab. Die Bahn will das Werk aus Kostengründen schließen. Sie hat allen Beschäftigten neue Arbeitsplätze angeboten. Die meisten davon sollen ebenfalls in Nordrhein-Westfalen liegen. Der italienische Ministerpräsident Berlusconi hat bei einem Treffen mit der EU-Kommission in Rom bestritten, sich gegenüber Bundeskanzler Schröder für seinen KZ-Vergleich entschuldigt zu haben. Vielmehr habe er nur sein Bedauern darüber ausgedrückt für den Fall, dass seine ironisch gemeinten Äußerungen missverstanden worden seien. Mit seiner Verbalattacke gegen einen deutschen EU-Parlamentarier hatte Berlusconi vor 2 Tagen einen Eklat ausgelöst, der auch das heutige Gespräch mit Kommissionspräsident Prodi überschattete. Heute Mittag strahlt Silvio Berlusconi wie gewohnt. Wir arbeiten wie immer, sagte den Journalisten, die gerne gehört hätten, wie das Treffen mit der EU-Kommission verlaufen ist. Dann frostige Begrüßung von EU-Kommissionspräsident Romano Prodi. 2 Intimfeinde. Prodi wird wahrscheinlich Berlusconis Gegenkandidat bei der nächsten Parlamentswahl in Italien. Und schon einmal hat Prodi Berlusconi bei einer Wahl geschlagen, 1996. Selten hat man einen Politiker so angewidert blicken sehen wie Romano Prodi beim Kamerapflichttermin, den er gemeinsam mit dem italienischen Ministerpräsidenten zu absolvieren hatte. Heute Nachmittag dann Pressekonferenz und Berlusconi gibt im Streit um seine umstrittenen Äußerungen nicht nach. Ich will unterstreichen, ich habe mich gestern bei Bundeskanzler Schröder nicht entschuldigt, sondern nur mein Bedauern zum Ausdruck gebracht, dass meine ironisch gemeinten Äußerungen missverstanden worden sind. Sein Verhalten am Mittwoch in Straßburg verteidigte er. Mir mangelt es nicht an Respekt vor dem Parlament, so Berlusconi. Ich habe nur zurückgeschlagen. Schließlich sei er zuerst beleidigt worden, und zwar zutiefst. Von einer eventuellen Entschuldigung gegenüber dem Europäischen Parlament oder dem deutschen Europaabgeordneten Schulz hat Berlusconi heute nichts gesagt. Silvio Berlusconi hat sich den Start in seine EU-Präsidentschaft selbst unnötig erschwert. Man kann ja, wenn man beide Augen zudrückt, seinen Affront von Straßburg als Überreaktion auf eine schwere Provokation verstehen. Wenn er aber heute kein bisschen einlenkt, dann lässt dies befürchten, dass weitere Eklats dieser Art folgen.
In Berlin bekräftigte Regierungssprecher Ander, dass Schröder die Angelegenheit für erledigt halte. Zu den neuen Äußerungen Berlusconis Ander wörtlich: Ich hoffe sehr, dass es im engen Umfeld des italienischen Ministerpräsidenten jemand gibt, der ihm einen guten Rat gibt. Zuvor hatte Ander den Sachverhalt noch einmal dargelegt. Der Bundeskanzler hat deutlich gemacht, dass Herr Berlusconi sein Bedauern über die Wahl des Begriffes und des Vergleichs ausgedrückt hat. Und das ist klar und unmissverständlich gewesen. Das konnte auch nicht missverstanden werden. Das ist allgemein als Entschuldigung gewertet worden, ich denke zu Recht. Und alles andere sind semantische Überlegungen, an denen ich mich nicht beteilige. 3 Monate nach seinem Verschwinden hat sich der gestürzte irakische Machthaber Saddam Hussein angeblich wieder zu Wort gemeldet. Der arabische Fernsehsender Al Jazeera strahlte heute eine Tonbandaufnahme aus, auf der er zu hören sein soll. Die Stimme ruft zum Kampf gegen die Besatzer auf. Die US-Soldaten waren auch heute wieder Ziel von Angriffen. Selbst an ihrem Unabhängigkeitstag haben die Amerikaner wieder Opfer zu beklagen. Angriff auf einen Konvoi mit einer ferngezündeten Bombe, Mörserattacke gegen einen Armeestützpunkt, ein Toter durch einen Heckenschützen. Die Anschlagsserie reißt nicht ab. Zum Feiern gab es deshalb wenig Anlass, auch wenn Arnold Schwarzenegger extra gekommen war, um die Moral der Truppe zu heben. Er stellte seinen neuen Terminator-Film vor und dann erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt. Ich habe den Terminator gespielt, aber ihr seid die wahren Terminators. Kaum waren die Glückwünsche verhallt, erschien wie ein böser Kommentar das Bild Saddam Husseins bei Al Jazeera mit einer Tonbandbotschaft, die angeblich Mitte Juni aufgezeichnet wurde. Er habe seine Macht nur aufgegeben, um aus dem Untergrund den Widerstand zu organisieren, und noch mehr Widerstand sei notwendig. Egal, ob das echt ist, die meisten Iraker halten nichts davon. Nein, wir glauben das nicht. Er lügt. So etwas gibt es nicht. Die Amerikaner halten ihn doch selbst versteckt. Die Iraker sind gegen Saddam, aber auch gegen die US-Soldaten, die immer nervöser werden und alles kontrollieren, es aber bisher nicht geschafft haben, die Menschen mit Strom und Wasser zu versorgen. Die Amerikaner sind weiter davon entfernt, die Iraker für sich zu gewinnen als je zuvor. Weil sie immer härter vorgehen, durch die Anschläge provoziert und dabei auch Unschuldige treffen, und weil ihnen nach wie vor ein Konzept für eine unabhängige irakische Regierung fehlt. Die palästinensische Autonomiebehörde hat ihren Willen unterstrichen, die jüngsten Vereinbarungen mit Israel einzuhalten. Im Gazastreifen wurden 11 mutmaßliche Extremisten festgenommen. Sie werden unter anderem für den Raketenangriff auf eine jüdische Siedlung verantwortlich gemacht, bei dem am Mittwoch 4 Bewohner verletzt worden waren. Palästinensische Demonstranten forderten in Gazastadt die sofortige Freilassung der Festgenommenen. In einer Moschee in Pakistan sind bei einem Anschlag mindestens 44 Menschen getötet worden, mehr als 50 weitere wurden verwundet. Alle Opfer gehören der schiitischen Minderheit des Landes an. Nach Polizeiangaben schleuderten die Angreifer während des Freitagsgebetes Handgranaten in die Menge. Einer der Attentäter wurde von einem Wachmann erschossen. Hinter der Bluttat werden sunnitische Extremisten vermutet. Es ist der schwerste Terroranschlag in Pakistan seit Jahren. Das Finale in Wimbledon bestreiten am Sonntag der Schweizer Roger Federer und Mark Philippoussis aus Australien. Federer besiegte den US-Amerikaner Andy Roddick. Philippoussis, der gestern Abend Alexander Popp ausgeschaltet hatte, bezwang den Franzosen Sébastien Grosjean. Fantasiefiguren von Miro sind nur ein Juwel von vielen, die es ab Sonntag im neuen Museum Weserburg in Bremen zu entdecken gilt. In der privaten Sammlung des französischen Galeristenpaars Markt gibt es auch Bronzeskulpturen von Giacometti. Dazu Chagall, Kandinsky und andere Künstler, die Mitte des 20. Jahrhunderts in Paris lebten und arbeiteten. Ein großer Teil der Sammlung ist erstmals außerhalb der Fondation Markt in Südfrankreich zu sehen. Südliche Kunst unter nordischem Himmel gibt es in Bremen noch die nächsten 4 Monate. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 5. Juli. Das Tief über Südschweden bestimmt weiterhin das Wetter in Mitteleuropa. Es versorgt uns weiter mit frischer und feuchter Meeresluft. Das Azorenhoch bringt die Sonne nach Spanien, Portugal und in den Südwesten Frankreichs. Wenn es so weitermacht, wird es unser Wetter Anfang nächster Woche verschönern. Im Süden sind noch einzelne kräftige Gewitter unterwegs, die aber bald nachlassen. Im Norden und Osten regnet es noch längere Zeit. Morgen startet der Tag überall mit vielen Wolken. Es regnet noch im Südosten. Auch an der Ostsee fallen noch Schauer. Im Westen werden die Wolken tagsüber allmählich lockerer.
Der starke Wind an den Küsten flaut langsam ab. Im übrigen Land weht ein eher schwacher Wind aus westlichen Richtungen. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 15 Grad im Norden und Rhein-Main-Gebiet, 9 Grad frisch wird es an den Alpen. Morgen erreichen die Werte 17 Grad im äußeren Süden und Norden sowie im Lausitzer Bergland. In Freiburg wird es 24 Grad warm. Am Sonntag regnet es nordöstlich der Elbe. Montag und Dienstag setzt sich immer mehr die Sonne durch.